Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Heute geht's um die temporale Abrechnung. So. Ich weiß nicht, was im Moment los ist, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was ich mache, nicht funktionierte. Mein Gott. So, temporale Abrechnung. Admiral, es gab einen schweren temporalen Eingriff. Begeben Sie sich zu Deep Space Nine und verwenden Sie das Wurmloch zum Gamma-Quadranten. Sobald wir da sind, werden Sie zum zukünftigen Neu-Kitomer-System im 28. Jahrhundert reisen. Es liegt am Rande des derzeitigen Dominion-Territoriums. Also sollten wir die Zeit rechtzeitig durchqueren können, bevor Sie uns bemerken. Ja, was gibt's denn hier alles Schönes? So gar nicht so schlechte Sachen, das muss man wirklich mal sagen, ne? Freue ich mich drauf. Beginnen wir auch mal sofort. Temporale Abrechnung. So, da bin ich jetzt mal gespannt wie ein Flitzebogen. Wir haben den Kontakt zum temporalen Flottenkommando verloren. Keine Antwort auf unsere Rufe. Nichts. Wenn die temporale Befreiungsfront des Gesandten dahinter steckt, dann bedeutet das Probleme. Wir müssen nach Neu-Kitomer und uns ein Bild von der Lage machen. Seien Sie auf alles gefasst. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Neu-Kitomer, Sternzeit 476. Okay. Das sind doch schon mal beeindruckende Bilder. Wir erreichen nun das Neu-Kitomer-System und wir sind nicht allein. Ich erfasse mehrere Schiffe, Krenim, Nakul, Vogonen, sogar Sphärenbauer. Außerdem erkenne ich Energiereste und Trümmerteile von Allianzschiffen. Hier gab es vor kurzem eine Schlacht. Gelber Alarm. Sind wir zu spät, Daniels? Noch nicht. Sie haben den Sektor und die Station noch nicht vollständig besetzt. Aber wir müssen schnell sein. Sie haben das temporale Einsatzrelais abgeschaltet, also sind wir auf uns allein gestellt. Ohne können wir unsere Schiffe im Zeitstrom nicht kontaktieren. Sobald wir das Kommandorelais wieder online gebracht haben, können wir Verstärkung anfordern und den Sektor sichern. Wir sollten einen Präzisionsschlag durchführen, bevor Sie Ihre Streitkräfte verstärken können. Sehr gut, Steuermann, bringen Sie uns dort rein. So, wir nähern uns jetzt mal. Und ich erkenne schon feindliche Streitkräfte, mit denen wir uns hier jetzt zuallererst einmal anlegen müssen. Ich sammle hier fleißig alles ein. Und da ist auch schon das nächste feindliche Schlachtschiff, was auf mich wartet. Mist, Mist, Mist. Aber es ist so schön hier. In diesem Neu-Kitomer-System. So, jetzt ist wieder das Verzerrungsschlachtschiff da. Und das müssen wir jetzt zuerst angreifen. Also das ist echt so eine Sache, auf die man wirklich achten muss. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Sonst kloppt man sich da dumm und dämlich, um es mal so zu sagen. So schön hier. So, das war's mit dem. So, wir haben aber noch zwei Gruppen, um die wir uns hier kümmern müssen. Sonst fühlen die sich noch vernachlässigt, ne? Dürfen wir uns endlich um die letzte Gruppe kümmern. Und die wartet da.
Sehr schön. Alles, was platzt, ist wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Haben wir alles eingesammelt. Wunderschön, wunderschön. Dieses ganze System hier halte ich einfach nur für Screenshot geeignet. Nähern uns Transporterreichweite, Admiral. Die Station ist derzeit ohne Schild. Wir sind bereit, das Außenteam auf Ihren Befehl hin herunterzubeamen. Ich erfasse jede Menge feindliche Lebenszeichen da drüben. Ich würde keine herzliche Begrüßung erwarten. Verstanden. Beamen Sie uns herunter. So, die gesamte Crew kommt wieder mit. Ich hoffe, ich habe die noch gut ausgerüstet mit Hypo-Sprays. Admiral, auf ein Wort. Was denken Sie, Fluschewella? Irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind auf eine kleine Widerstandsgruppe gestoßen, haben uns ohne Probleme herübergebeamt. Es fühlt sich etwas zu einfach an. Die Sache gefällt mir nicht. Das fühlt sich nach einer Falle an. Verschweigt uns Daniels etwas? Mein taktischer Offizier hat einige gute Argumente vorgebracht, Daniels. Ich stimme zu. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir haben uns durchgekämpft. Ist das eine Falle? Möglich, aber keine von meinen. Es ist einfach, Admiral. Der Gesandte und seine Truppen müssen aufgehalten werden. Hier und jetzt. Glauben Sie mir oder nicht, aber wir müssen unsere Mission hier beenden. Na schön, Daniels. Wir werden das zusammen zu Ende bringen. In der Hauptversammlungshalle sollte eine Zugriffskonsole mit Kommandoberechtigungen geben. Von dort aus können wir das Kommandorelay wieder aktivieren. Gut, gehen Sie vorsichtig vor. Ich mag keine Überraschungen. Versuchen wir es mit dieser Türe. Tür überprüfen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Warten Sie, jemand kommt die Halle herunter. Eindringlinge. Ja, Freunde, auf Sie. Sehr gut, aber da vorne sind noch mehr. Läuft ganz gut für uns, würde ich mal so behaupten. Aber hier geht's direkt wieder weiter. So, da sind noch mehr. Feindliche Verstärkung, Beamvorgang bei den Transporterplattformen. Ja, Daniels erweist sich als hilfreich, muss ich wirklich sagen. Immer noch kein Glück. Versuchen Sie es bei der anderen Seitentür am Ende des Ganges. Wir hören mal auf ihn. Da sind weitere Narkul. Ich hüpfe hier einfach mal mitten rein. So, ich denke, wir müssen noch weiter. Waren da noch welche? Ich überprüfe erstmal diese Türe hier. Die Türe wurde sicher versperrt. Ja, die ist auch versperrt. Da sind doch noch Narkulwachen. Ich sehe die doch. Aber ich laufe einfach jetzt erstmal hier. Ach, da sind auch welche. Da ist die Verzerrung. Sehr gut, sehr gut. Aber schaut euch das mal an. Jetzt ohne Witz, ne? Das ist einfach nur schön. Richtig schön. Naja, nun. Wir sollten uns jetzt aber erstmal darum kümmern, hier diese Halle zu betreten und öffnen die Türe. Passwort eingeben. Okay.
Was Warp-Signaturen? Feinde im Anflug. Das ist nicht gut. Tür öffnen. Ich versuch's mal mit der Eingabe. Sie haben uns also gefunden. Ist auch falsch. Ich kümmere mich mal um die nächste Eingabe. Die dritte Option ist direkt, glaube ich, die richtige. Jetzt sind wir zumindest drin. Feuer einstellen. Ich möchte mit unserem Gast sprechen. Sie sind so weit gekommen, haben so viel erreicht. Sie haben bereits unzähligen Welten und Zivilisationen verwüstet. Und wofür? Für ihre sogenannte richtige Zeitlinie. Ihre Schreckensherrschaft wird heute auf Produktion 5 enden. Wir werden frei sein. Sie kennen ja Krog bereits und Boratus, aber es gibt noch weitere Personen, die Sie treffen sollten. Kommen Sie rein, schließen Sie sich uns an. Von mir aus gerne. Lita, Sie fragen sich bestimmt, warum ich hier bin. Eine interessante Geschichte als Archer, unser Archer, die Defiant im 22. Jahrhundert entdeckte, war eine Nachricht in ihrem Computer hinterlegt, speziell für mich. Es hat ein wenig gedauert, bis sie zu mir durchkam, aber das Warten hat sich gelohnt. Es war vor unserem großzügigen Gastgeber, der mir erzählte, dass die Defiant kein Unfall war, sondern sein Geschenk. Das Geschenk des Imperiums und eine Einladung für mehr. Es scheint nur gerecht, eine solche Großzügigkeit mit einem Geschenk von mir zu vergelten. Viel Vergnügen. Daniels! Das Terranische Imperium steht hinter Ihnen, Gesandter. Oh Mann! Den kennen wir doch. Willkommen, Admiral, und danke für das Geschenk. Nein, Sie sind es. Ich warte schon so lange darauf, alter Freund. Ihre Allianz ist verloren und ihr Leben fast am Ende. Unser Schicksal erwartet uns auf Prozion 5, meine Verbündete, brechen wir auf. Nein, heute wird Ajur durch meine Hand gerecht werden. Sie sind heute nicht der Einzige, der heute die Gerechtigkeit Geltung verschaffen will, Vorgone. Wie Sie wünschen, lassen Sie sie leiden. Oh, nee. Was kommt jetzt? Jetzt sind wir hier wieder mitten in einem Kampf. Ich kümmere mich mal um Boratus. Ich glaube, meine Crew fokussiert sich gerade auf den anderen Gegner. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Der Crunchy liegt da schon. Ich sehe ihn. Flischovella und Schlucky sind aber noch gut dabei. Und so lange werde ich die Verwundeten einfach erstmal... Danke, Schlucky. Wir sehen jetzt erstmal nach Daniels. Er ist tot. Es geschah alles so schnell. Nach allem, was er getan hat, was er durchgemacht hat, so zu enden. Er hätte gewollt, dass wir weitermachen. Ehren wir sein Opfer. Natürlich, Admiral. Wir haben die Basis gesichert.
Fürs Erste. Ich glaube, ich kann das temporale Kommando-Relay an der Konsole da drüben wiederherstellen. Sobald sie läuft, können wir Verstärkung rufen. Dann tun wir es. Neu und seine Freunde haben viele Fragen zu beantworten. Fluffy und Traveler, erfassen Sie Daniels und beamen Sie ihn hoch. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ich sammle jetzt erstmal hier die Sachen ein und greife jetzt auf die Krenim-Konsole zu. Greife auf Kommandosystem des temporalen Einsatzkommandos zu. Alle Sicherheitstüren entriegeln. Zurück zum Hauptfenster. Temporales Kommando-Relay aktivieren. Und verlassen. Das temporale Kommando-Relay ist aktiv und ich habe ein Notsignal in alle Schiffe der Zeitflotte versandt. Sind Sie bereit, auf Ihr Schiff zurückzubeamen? Ja, Energie bitte. Sind alle so fleißig und tapfer gewesen. Aber für Daniels ist leider jede Hilfe zu spät gekommen. Willkommen zurück, Admiral. Der Gesandte, Neu hat die USS Enterprise für uns zurückgelassen. Wir müssen kämpfen. Dann wollen wir sie mal nicht enttäuschen. Roter Alarm. So, wir nähern uns jetzt erstmal der Enterprise. Sehr gut, wie sie mit dem armen Krok und Boratrus verfahren sind. Ich muss sagen, ich bin mehr als nur ein wenig beeindruckt. Nur unter uns, ich glaube, die Vorgonen ihnen ein wenig böse. Hä? Ich glaube, die Vorgonen ihnen sind ihnen ein wenig böse. Viel Vergnügen. Eliza, Verteidigungsmuster Fluffy Gamma 2. Da war ein Übersetzungsfehler. Aber mir ist das egal, ob die Vorgonen uns ein bisschen böse sind oder viel böse sind, weil wir stellen uns ja hier dem Feind. Wir sind ja keine... Entschuldigen Sie, die Verspätung, knüpfen wir uns diese Terroristen vor. Ein paar Freunde im Schlepptau, was? Nun ja, ich habe auch ein paar Freunde dabei. Kommunikationsoffizier, rufen Sie die Narkulflotte. Ihre tödlichen Nemesis ist vor Ort. Oh Gott. Da kommen sie. Das sind gar nicht mal so wenige. So, ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt vor dem Gegner. Den sollte man ja auch immer haben. So, wir verfolgen die ISS Enterprise. Die ist schon da ganz hinten. Wahnsinn, ne? Was ist das für ein Piepen hier? Mit einem Wort, aua. Sie haben diese erbärmlichen Narren mit fast schon terranischer Effizienz ausradiert. Sind sie nicht eigentlich aus dem guten Universum? Naja, vielleicht schaffen es ja die Krenim. Fliehen Sie, Lita. Fliehen Sie den ganzen Weg zurück in Ihr eigenes Universum. So, da haben wir wieder Besuch bekommen, der nicht geladen war. Dann heizen wir den mal ein bisschen ein. Wir haben die temporale Barke gesehen und sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist sehr gut. Sie haben meine sämtlichen Freiheitskämpfer getötet. Mörder, wie wäre es jetzt mit einer richtigen Herausforderung? Wie bitte? Kommunikationsoffizier, rufen Sie unsere Flotte. Jetzt! Jetzt müssen wir hier gegen die ISS Enterprise kämpfen. Oh Gott. Das ist jetzt eine richtige Herausforderung. Guckt euch das an. Ich hoffe, ich überlebe das. Nein! Jetzt haben die mich wirklich hier betäubt. Also ich sag's ja, das ist heftigst hier. Gott sei Dank habe ich Freunde dabei. Wahrscheinlich sollte ich mich an dieser Stelle wieder fragen, wo habe ich den Fehler gemacht?
Ich war wahrscheinlich mittendrin. Sehr, 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 sehr gut. Ich glaube wirklich, wenn man nicht mittendrin ist, ist das ein bisschen einfacher, das vom Rand aus ein bisschen auszudünnen. So. Jetzt können wir uns ja wieder ein bisschen nähern. Mein Inventar ist mal wieder voll. Aber das hat jetzt hier Vorrang, diesen Raumkampf hier erfolgreich zu beenden. Captain Walker hier. Die sind alle Schiffe, die wir aufbringen konnten. Dann wollen wir mal. Ja, wir müssen jetzt die Verfolgung aufnehmen. Heftig. An alle Schiffe aufhören. Es sind zu viele. Heftige Sache hier. Was stimmt denn nicht? Ich dachte, sie wollten mich gefangen nehmen. Genug, Lita. Unser Kampf wird auf Prozent 5 ausgetragen und nicht hier. An alle Schiffe Kurs setzen. Jetzt. Tada. Bis zum nächsten Mal. Heftig. Entschuldigen Sie unsere Verspätung, Admiral. Wie schlimm war es? Schlecht. Wir haben Daniels verloren. Es tut mir leid. Er war ein guter Mann. Der Krieg hat viel von ihm abverlangt. Insbesondere die Schlacht von Prozian 5. Der Feind greift uns dort pausenlos an. Und sie werden mit jedem Mal stärker. Jeder Sieg der Allianz forderte einen höheren Preis. Besonders für Daniels. Seine Narben. Ja, er war eine wichtige Schlüsselfigur im Kampf, immer mittendrin und stets knapp entkommen, meistens. Und nun ist er fort. Ohne ihn werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Er hätte gewollt, dass wir weiterkämpfen und genau das werde ich tun. Alle Decks sind bereit, Admiral. Wir können das System auf Ihren Befehl hin verlassen. Angriff? Da müsst ihr doch jetzt verlassen stehen. Oh je, Mine. Meine Güte. Aber das war wirklich jetzt spannend. Ne? Also der Raum sowie der Bodenkampf war nicht einfach. Jetzt rufen wir erstmal das temporale Kommando. Der Verlust von Daniels ist ein schwerer Schlag für uns alle. Wir könnten seinen Rat jetzt gut gebrauchen. Neues Verrat ist eine verdammte Belastung. Ich hätte es kommen sehen müssen und bereit sein müssen. Aber nun müssen wir nach vorn schauen. Die Ankunft von Admiral Litas Flotte könnte das Blatt zugunsten von neu wenden, für immer. Bereiten Sie sich Ihre Mannschaft und Ihr Schiff vor. Wir benötigen Sie bei Prozian 5, sobald Sie bereit sind. Ja. Was soll ich denn jetzt hier nehmen? Ich nehme einfach mal die Wissenschaftskonsole, sammle die ein, freue mich darüber und bin sehr gespannt, wie dieser Kampf enden wird. Lebt lang und in Frieden, wir werden es beim nächsten Mal sehen. Eure Fluffy.